Abgeordneter Magister Gerald Loacker. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Ich begrüße auch jene Studenten, die zu dieser späten Stunde als Politnerds noch die Debatte verfolgen. Ja, Kollegin Loege, ich darf auch mich auch in dieser zerflederten Debatte auf die Sternenkinder beziehen. Ich danke auch der Frau Horak-Böck und ihrer Initiative und den Mitstreiterinnen und Mitstreitern um sie herum, weil wenn die nicht so hartnäckig gewesen wären, hätten wir diese versteinerte Koalition nie in Bewegung gebracht, irgendetwas an dem Gesetz zu ändern. Und es wird auch notwendig sein, weiter dran zu bleiben, weil wir unserer Meinung nach, und ich glaube, ich darf da die Kollegin Schwendner mit einbeziehen, auch der Meinung der Grünen nach, noch nicht am Ziel angelangt sind. Gut, jetzt können Kinder, die unter 500 Gramm sind und nicht lebend geboren werden, ins Personenstandsregister eingetragen werden. Das ist für die Eltern wichtig. Da geht es ganz stark um eine Frage der Psyche und wie es denen menschlich geht. Das ist schlecht, wenn man das an einer starren 500-Gramm-Grenze aufhängt. Und es geht aber auch um die offene Frage, wie solche Erlebnisse von den Eltern verarbeitet werden, was das für jemanden heißt, wenn er oder sie ein Kind verliert, auf das man sich schon gefreut hat, wie da die Situation aussieht arbeitsrechtlich. Und dort gibt es immer noch Elemente, wo die 500-Gramm-Grenze greift, nämlich wenn es darum geht, ob das eine Geburt ist, die einen Mutterschutz auslöst oder nicht. Und da geht es um eine arbeitsrechtliche Absicherung. Ich weiß, da kommt dann soll sie halt die Frau in den Krankenstand gehen. Ich halte diese Hilfskonstruktion für abwertend und das wird der Situation nicht gerecht. Ich glaube, wir müssen Lösungen finden, die den jungen Eltern, die das Kind so früh verloren haben, die Möglichkeit geben, sich von diesem Schicksalsschlag zu erholen. Und da halten wir die 500-Gramm-Grenze aus sozialrechtlicher und aus arbeitsrechtlicher Perspektive für höchst fraglich. Wir werden hier im Gespräch bleiben, sowohl mit den Initiatorinnen und Initiatoren, wie auch mit den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und hoffen, dass wir hier die Koalition noch einige Schritte weiterbringen können. Gerald Loacker von den NEOS begrüßte, dass Sternenkinder ins Personenstandregister eingetragen werden können.